Wir wünschen dir zu deinem Feste aufs Herzlichste das Allerbeste. Mögst du viele Jahre leben und dich erfreuen an Gottes Segen. Wärst du einmal uns genommen, wärst du in den Himmel kommen. Sehr schön. Aber mit dem Himmel warten wir noch ein Weilchen. Sie haben es selbst gedichtet. Ach, macht ihr nichts draus. Sie müssen ja nicht Dichter werden. Es gibt noch eine ganze Menge anderer Berufe. Ganz habt ihr das gemacht. Morgen kommt ihr zum Kaffee zu mir. Ja, auf Wiedersehen. Gnädige Frau, zu Ihrem heutigen Wiebenfest herzlichen Glückwunsch. Ich danke Ihnen. Sehr verehrte gnädige Frau, die Arbeiter und Angestellten der Firma Braun Chemie möchten es an diesem Freudentag nicht versäumen, Ihnen Ihren herzlichen Glückwunsch auszusprechen und Ihnen noch viele weitere glückliche und vor allem gesunde Lebensjahre zu wünschen. Ich verstehe, was Sie sagen wollen. Wenn man so alt ist wie ich, ist Gesundheit das einzige Glück, worauf man noch hoffen kann. Aber Großmutter, das ist ja gut. Das wollte ich nicht sagen. Ich weiß, dass Sie es gut meinen und danke Ihnen, Herr. Herr Küppers. Ach, ja. Herr Küppers. Danke. Vielen Dank, liebe Frau. Danke. Darf ich Ihnen einen Sherry anbieten? Oh, danke, sehr gerne. Danke. Hallo. Hallo. Wie geht's? Gut, danke. Und dir? Oh ja, fahrbar bist du. Schließen Sie bitte die Tür. Liebe Cousine. Ja. Gertrud ist leider durch Krankheit verhindert. Ja, ich weiß. Sie befindet sich mit einem jungen Arzt im Abwehr. Ich hoffe zur Kur. Aber deshalb möchte ich dir auch im Namen von Thomas und Patricia umso herzlicher gratulieren. Ich will nicht viele Worte machen. Ja, dann gib her. Ah. Du bist unverbesserlich. Wie die Haie. Verstehe nicht. Das hast du nie, mein Lieber. Die Haie sind seit 3 Millionen Jahren unverändert. Die Natur konnte sie nicht verbessern. Und genau so ist das mit mir. Doch, danke. Oh, das ist nett. Ja, so. Ja, ja, so. Hallo, Großmama. Du siehst blendend aus. Ich wollte ja zu deinem 75. Geburtstag nicht fehlen. Ja. Komm her. Komm her, mein Junge. Ach, du bist ja verrückt! Bricht mir alle Knochen! Ein paar Knochen vielleicht, aber nicht das Rückgrat. Es ist schön, wieder zu Hause zu sein. Hallo, Irenchen. Tag, Onkel Walter. Tag, mein Junge. Tag, Otto. Hallo, Junge, wie geht's dir denn? Hallo. Hallo, Tachchen. Tag, Tante Margret. Hallo, Junge. Großmama, ich habe dir auch etwas mitgebracht. Geld hast du ja genug, aber so eine spanische Silbermünze bestimmt nicht. Ich habe sie auf einer Galeere gefunden. 1642 ist die gesunken. Alle anderen haben mir Blumen gebracht, wie auf einer Beerdigung. Jetzt zeig mir aber das Haus. Ich muss alles wiedersehen. Mein Gott, haben wir uns eine Menge zu erzählen.
Guten Tag. Guten Tag. Herr Matula? Ja, Sie wünschen bitte? Ich habe einen Auftrag für Sie. Dann kommen Sie doch herein. Bitte. Sie spielen gegen sich? Ja. Wie steht die Partie? Ich versuche, meinem Gegner immer eine Chance zu geben. Aber es ist wie verhext. Jedes Mal gewinne ich. Wie schön für Sie. Ich weiß nicht recht. Manchmal mache ich mir Sorgen wegen meiner gespaltenen Persönlichkeit. Aber wollen Sie sich nicht setzen? Moment. Etwas zu trinken? Sherry. Ausgerechnet Sherry ist mir ausgegangen. Dann kommen wir doch zur Sache. Ich bin Irene Braun von den Franke und Brauns, falls Ihnen das etwas sagt. Ja, also in meinem ersten Ziegenpeter hatte ich keine Krankheit, die nicht mit Pillen der Firma Franke und Braun kuriert worden wäre. Trotz dieser intimen Kenntnis muss ich Ihnen ein Stück Familiengeschichte der Frankes erzählen. Ich höre. Die 75-jährige Sophie Franke ist zurzeit Alleineigentümerin des Pharmaziekonzerns und der sonstigen Familienbesitzungen. Ihr Sohn Heinrich und seine Frau sind vor 9 Jahren bei einem Flugzeugunglück umgekommen. Ihr Enkel Jason Franke hat vor nunmehr 15 Jahren als 17-Jähriger nach einem heftigen Streit mit seinem Vater das Elternhaus verlassen und galt seitdem als verschollen. Gestern, zum Geburtstag seiner Großmutter, ist Jason wieder aufgetaucht. Er ist von seiner Großmutter mit offenen Armen aufgenommen worden. Die Heimkehr des verlorenen Sohnes. So ist es. Bis gestern waren Sie Haupterbin des Vermögens von Franke. Jetzt müssen Sie teilen. Kaum. Jason war schon immer Großmutters Liebling. Und sie wird Wege finden, ihm den Löwenanteil zukommen zu lassen. Ein schwarzer Tag für Sie, dieser Geburtstag. Ja. Wenn es sich bei dem Heimkehrer wirklich um Jason Franke handeln würde. Nicht schlecht. Was ist nicht schlecht? Dass es diesen Ausweg gibt. Ich möchte Sie bitten, herauszufinden, wer dieser angebliche Jason Franke in Wirklichkeit ist. Waren Sie schon bei der Polizei? Meine Großmutter hat ihn akzeptiert, also wird ihn auch die Polizei akzeptieren. Dann sieht er also auch aus wie Jason Franke, nehme ich an. Natürlich gibt es eine gewisse Ähnlichkeit zwischen dem damaligen Kind und dem heutigen Hochstapler. Aber das besagt nichts. 15 Jahre sind eine lange Zeit. Haben Sie oder Ihre Großmutter ihm irgendwelche Fragen gestellt? Nach der Schule, Familie oder sonst irgendwas? Dann kommt es gar nicht zum Fragen. Er erzählt von selbst alles. Und woher hat er das ganze Wissen? Das sollen Sie ja gerade herausfinden. Ach ja. Sie gestatten? Sehen Sie dafür irgendeine geschäftliche Basis? Nennen Sie mir einen Preis. 1.000 Mark die Woche. Plus Spesen. Ich gebe Ihnen 20.000 Mark als Erfolgshonorar. Und wenn ich keinen Erfolg habe? Dann habe ich auch kein Geld. Und wem verdanke ich diesen fantastischen Auftrag? Herrn Dr. Renz, er ist der Anwalt unserer Familie. Gut, ich nehme an. Tun Sie alles, ihn so schnell wie möglich zu entlarven. Wenn er erst einmal Fuß gefasst hat, ist es schwierig, ihn wieder loszuwerden. Ich verstehe. Ja, ja. Er telefoniert gerade. Macht nichts. Herr Dr. Binger, Vorsitzender, ist, sind alle Argumente zwecklos. Ich habe vorgestern mit ihm gegessen und kenne seine Meinung. Was gibt's? Eine Irene Braun war bei mir. Nein, natürlich hat er nichts Konkretes zu Ihrem Fall gesagt. Aber ich habe ihn beobachtet, wie er sein Steak gegessen hat, als ich die leiseste Sympathie für ihn äußerte. Und was wollte sie? Sie will, dass ich Jason Franke als Hochstapler entlarve. Ich kann ihn deshalb nicht für befangen erklären. Er hat schließlich das Recht, sein Steak zu essen, wie er will. Nochmal, Irene behauptet, Jason sei was? Jason sei nicht Jason, sondern ein Hochstapler. Wir werden ihn nicht daran hindern, sich ein Urteil zu bilden. Es gibt aber immer noch die Möglichkeit, ihm einen Formfehler nachzuweisen und in Revision zu gehen. Aber das alles erkläre ich Ihnen bei Ihrem nächsten Besuch. Machen Sie wieder einen Termin mit meiner Sekretärin aus. Bis dann. Was du da sagst, ist natürlich völliger Unsinn. Ich nehme an, das hast du Irene auch gesagt. Nicht direkt. Warum nicht? Sie hatten ja 20.000 Mark Erfolgshonorar. Das ist doch völlig irrelevant, weil du keinen Erfolg haben kannst. Warum hast du mich dann empfohlen? Weil ich keine Ahnung hatte, zu welchem Schwachsinn sie dich anstiften wollte.
Verstehe. Du dachtest, ich sollte nur ihren Pudel wiederfinden. Ja, sowas Ähnliches. Sie will sich nur nicht die Butter, was heißt Butter, den Kaviar vom Brot stehlen lassen. Und sucht jemanden, der naiv genug ist, ihre durchsichtige und peinliche Strategie zu durchschauen. Und wen findet sie? Dich. Okay, ruf sie an und sag ihr, dass du ablehnst. Weil Herr Dr. Renz es mir verboten hat? Kaffee bitte. Natürlich habe ich dir nichts zu verbieten. Davon kann gar keine Rede sein. Aber ich bin der Anwalt der Familie Franke. Und es liegt nicht in deinem Interesse, gegen mich oder meine Klienten zu arbeiten. Ganz im Gegenteil. Ich bemühe mich nur, deine werten Klienten vor einem Betrüger zu schützen. Ich wüsste nicht, wer deinen Schutz weniger braucht als Sophie Franke. Und noch etwas. Falls du dir eine Verleumdungsklage einhandeln willst, ich bin der Anwalt der Gegenseite. Ja? Oh, guten Tag, gnädige Frau. Ja, aber natürlich, Frau Franke. Natürlich geht es auch heute. Ganz wie Sie wünschen. Ich habe nur... Nein, ich habe keinen wichtigen Termin. Kann mich ganz nach Ihnen richten. Gut, einverstanden. Ich nicht. Hä? Ich kann mich nicht nach den Wünschen von Frau Franke richten. Dankeschön. Ist es noch zu laut? Nein, nein. Ist gut so. Das nicht früher, drüben im Speisezimmer? Du erinnerst dich noch daran? Ich erinnere mich an vieles. Hm. Als wäre ich noch gestern hier gewesen. Am liebsten war ich immer hier bei dir, Großmama. Wirklich? Ja. Das ist schön. Ja, Irene meint, es käme hier besser zur Geltung. Findest du das auch? Das ist schön. Interessierst du dich denn für sowas? Das ist eine gute Kapitalanlage. Das finden alle, vor allem Irene. In erster Linie ist es schön. Möchtest du es haben? Es ist mein Lieblingsbild. Ich schenke es dir. Was gibt's? Entschuldigung, bitte zwei Unterschriften. Ach ja. Wo ist Irene? Ich glaube, sie ist in ihrem Zimmer. Ach. Sie kommt doch sonst immer zum Tee herunter. Sagen Sie ihr, dass... Nein, besser, Sie sagen ihr nichts. Hier. Sie muss sich noch daran gewöhnen, dass du hier bist. Das ist mein Enkel Jason. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ganz meinerseits, Herr Renz. Herr Dr. Renz Jason. Ein Mann, der sich die Mühe macht, einen Titel zu erwerben, der braucht ihn auch. Nun ja, gnädige Frau, auch diese Münze hat zwei Seiten. Dem einen hilft der Titel, Geld zu erwerben, während dem anderen das Geld hilft, einen Titel zu erwerben. Ja, hübsch formuliert, aber falsch. Wer das Geld hat, kann auf die Titel verzichten. So ist es. Ist auch eine schöne Sache. Schön.
In unserer Familie hat es immer ein männliches Oberhaupt gegeben. Durch den Tod von Jasons Vater hat sich das leider geändert und ich musste den Chef der Familie spielen. Ich habe das sehr ungern getan. Und warum lächelst du, Irene? Nur so. Ich habe das nur sehr ungern getan. Und deshalb möchte ich diese Bürde so bald wie möglich meinem Enkel Jason auferlegen. Ich verstehe. Ich möchte ihm zunächst die Aktienmehrheit der Frankschen Werke überschreiben, wodurch er zwangsläufig in den Aufsichtsrat kommt. Ich möchte weiter, dass er als leitender Direktor die Abteilung Planung übernimmt für, sagen wir, ein Jahr oder wie lange er es für richtig hält. Ein Schnellkurs in Chemie und Betriebswirtschaft sozusagen. Außerdem wird Jason als mein persönlicher Beauftragter unserer Hausbank dem Hessischen Kreditinstitut gegenüber auftreten. Und viertens... Sollten wir so weitreichende Entscheidungen nicht mit mehr Ruhe besprechen? In meinem Alter schläft man sehr schlecht. Ich habe die ganze Nacht Zeit zum Nachdenken. Manchmal sehen die Dinge bei Tag anders aus. Herr Dr. Renz, bitte alles in die notwendige juristische Form zu bringen, damit ich unterschreiben kann. Und ich möchte, dass das schnell geschieht. Selbstverständlich. Also, auf bald. Auf bald, gnädige Frau. Ja, falls noch etwas fehlt oder Sie Fragen haben, meine Sekretärin steht Ihnen zur Verfügung. Ich begleite Sie hinaus. Wie lange wird die Intronisierung dauern? 3-4 Tage, höchstens eine Woche. Ist Jasons Pass bei den Unterlagen? Nein. Brauchen Sie ihn nicht? Doch, wahrscheinlich. Ich werde ihn darum bitten. Oh, entschuldigen Sie die Störung, aber ich vermisse Ihren Pass bei den Unterlagen, Herr Franke. Wozu benötigen Sie meinen Pass? Behörden sind merkwürdige Einrichtungen. Es genügt nicht, dass man jemand ist. Man muss es auch beweisen. Warum? Wieso? Tut mir leid. Aber wenn man nicht das nötige Papier hat, ist man niemand. Voilà. Danke. Haben Sie den Pass? Ja. Darf ich ihn sehen? Sagen Sie mal, was hat Jason eigentlich getrieben während seiner Abwesenheit? Er war Skipper und Taucher in der Karibik. Während Sie als Chemikerin promoviert haben. Wer sich die Mühe macht, einen Titel zu erwerben, hat ihn auch nötig. Jason Franke, ja, ich erinnere mich. War ein guter Schüler, ein sehr guter sogar. Der hatte einen Sinn für Latein, für die Seele der Sprache, wenn Sie wissen, was ich meine. Ich habe leider nie Latein gelernt. Womit verdienen Sie Ihr Brot? Ich bin Privatdetektiv. Wiedersehen. Schade, dass Sie nie Latein gelernt haben. Das würde Ihnen in Ihrem Beruf sehr helfen. Wissen Sie, was aus Jason Franke geworden ist? Ja, warten Sie. Der ist in der Obersekunda abgegangen. Ausgerissen. Auf und davon. Entschuldigung, Herr Kollege, ich kann euch leisten. Ja, danke schön. Wiedersehen. Wissen Sie, warum? Ja, das war eine hässliche Geschichte mit einem gefälschten Scheck. Otto Czerny, ein Klassenkamerad von Jason, hatte diesen Scheck gefälscht. Die Unterschrift von Jason Frankes Vater gefälscht. Was hatte Jason damit zu tun? Nun, es war unklar, wie Czerny in den Besitz des Scheckformulars und der Unterschriftsprobe gekommen war. Ich verstehe. Es war eine sehr hässliche Geschichte. Czerny musste von der Schule und kam vors Jugendgericht. Und Jason? Jason ist auf und davon. Wegen dieses Scheckbetruges? Nein. Es hätte ihm ja juristisch und auch schulisch gar nichts passieren können. Es war ja eindeutig Czerny, der die Unterschrift gefälscht hatte. Aber... Aber?
Ja, die beiden waren unzertrennlich. Otto Czerny und Jason Franke. Vom ersten Schultag an saßen die nebeneinander. 7 Jahre lang. Ich sehe vor meinen Augen viele Schüler ranwachsen. Aber so eine Freundschaft ist selten. Die ist mir im Gedächtnis geblieben. Ich nehme an, Jason ist deswegen fortgegangen, um seinen Vater dafür zu bestrafen, dass er Czerny bestrafen ließ. Wie oft soll ich das jetzt noch sagen, dass hier im Flur keine Fahrräder abgestellt werden dürfen? Du drängst mich auf. Und du hast mich nicht zu duzen, verstehst du? Wenn ich das Ding noch mal hier finde, dann fliegst du auf die Müllkippe. Pass auf, dass du nicht auf die Müllkippe fliegst. Guten Tag. Ja. Sind Sie hier der Hausmeister? Ich bin der Hausverwalter. Um was geht's da? Ich suche einen Otto Czerny. Kennen Sie den? Wohnt er hier? Die Wohnung im 4. Stock hat eine Anna Czerny gemietet. Die hat einen Sohn, so um die 30, aber ob der Otto heißt, das weiß ich nicht. Schönen Dank. Was wollen Sie dann von denen? Geld? Warum fragen Sie? Sind Sie Gerichtsvollzieher? Sehe ich so aus? Na, da werden Sie nicht viel Glück haben. Die schulden mir 3 Monatsmiete. Wenn Sie nicht bald bezahlen, fliege ich da raus. So sieht's aus. Okay, ich gehe trotzdem mal rauf. Czerny? Könnte ich Sie sprechen? Darf ich hereinkommen? Sind Sie die Mutter von Otto Czerny? Ja. Mein Name ist Matula. Ich hätte Ihren Sohn gern gesprochen. Wissen Sie, wo ich ihn finden kann? Was hat das wieder ausgefressen? Ausgefressen? Wieso fragen Sie das? Schon gut. Ich möchte ihm ein paar Fragen stellen. Wohnt er denn nicht hier? Schon, aber ich weiß nicht, wann er nach Hause kommt. Ich kann ihm ja sagen, dass er sich auf der Wache melden soll. Auf welcher Wache? Ich bin nicht von der Polizei. Dann hauen Sie ab. Frau Czerny, es geht nicht um Ihren Sohn, es geht um Jason Franke. Sagt Ihnen der Name was? Ja. Und? Es ist nicht gut, wenn Katz und Maus Freundschaft schließen. Sie meinen die alte Scheckgeschichte, ja? Ich habe ihm damals gesagt, der Jason Franke ist kein Umgang für dich. Ich habe ihm verboten, sich mit ihm zu treffen. Aber er hat nicht auf mich gehört. Was hatten Sie gegen Jason Franke? Er war zu reich und wir waren zu arm. So etwas geht nie gut. Was ist passiert damals? Otto ist von der Schule geflogen, ins Gefängnis gekommen. Und Jason ist weggelaufen. Aber warum? Ist das nicht egal heute? Otto hat sich nie mehr gefangen. Betrug, Hehlerei, Erpressung, Urkundenfälschung, Bestechung. Wissentlich falsche Aussage. Ich habe einen Haufen Wörter gelernt, die ich vorher nicht gekannt habe. Was ist es diesmal? Ich brauche Ihren Sohn lediglich als Zeugen. Als Zeugen gegen Jason Franke. Ist er wieder nach Hause gekommen? Ja. Vielleicht ist es gerecht, wenn auch er seinen Teil abkriegt. Jason und ich, wir waren, wie soll man das sagen, fast wie siamesische Zwillinge. Da gab's nichts. Und wenn ich jetzt sag nichts, dann meine ich auch nichts, was wir nicht gemeinsam unternommen hätten. Sie erinnern sich noch gut an diese gemeinsame Jugendzeit? Ich bin doch nicht verkalkt. Außerdem war es meine schönste Zeit. So. Sagen Sie mir endlich, was Sie wollen. Kommen Sie mit. Wie Sie bin ja? Um Gottes Willen, nee. Schade. Ich möchte, dass Sie Jason treffen und sich mit ihm über alte Zeiten unterhalten. Dass ich mich mit Jason treffe, ist er dann wieder da?
Genau das will ich herausfinden. Moment, Moment mal. Sind wir da hier in einer Rätselecke oder im Quiz oder was? Sie wollen, dass ich den Jason treffe. Sie wissen aber nicht, ob er auch da ist. Genau. Wie viel Bier haben Sie denn getrunken? 3. Moment einmal. Moment. Also, Jason ist wieder hier. Unter einem falschen Namen inkognito. Soll er irgendwo hinfahren oder fliegen und den Jason identifizieren? Sie müssen die Stadt nicht verlassen. Da ist einer aufgetaucht, der behauptet, er wäre Jason Franke. Und der will den ganzen Kies von den Franke so abkassieren. Und niemand weiß, ob er wirklich der Jason Franke ist oder nicht. Ich soll ihn hochgehen lassen, hm? Wenn er ein Hochstapler ist, ja. Ja, da sind Sie an den richtigen gekommen. Ich weiß da 20, was heißt denn 20? 100 Fragen, die mir nur einer beantworten kann, und das ist Jason Franke. Wie hast du dir den Arm gebrochen? Das dürften die Eltern oder der Arzt auch wissen. Nee. Eltern wissen das nicht. Das wissen nur er und ich. Den anderen haben meine Lüge aufgetischt. Oder wann, wo und warum haben wir Blutsbrüderschaft gemacht? Also mit Haut aufritzen und Arme aneinander pressen. Und hier, wenn Sie genau hingucken, dann sehen Sie noch eine kleine Narbe. Oder wann und wie war es mit deinem ersten Mädchen, das du... Das vergisst man doch nicht. Nein, sowas vergisst man nicht. So, und wie viel ist jetzt drin, wenn ich ihn austrick's? Ich meine, hier geht es ja schließlich um eine Menge Kies, ne? Oh, die Familie Franke wird sich sicher sehr großzügig zeigen. Nee. Mit der Familie Franke, da will ich nichts zu tun haben. Nee. Wie viel? Was stellen Sie sich denn so vor? 50.000. Bisschen happig, was? Wo was ist, da kann man auch hinlangen. Ich muss nachfragen. Ich dachte, du bist voll damit beschäftigt, einen Hochstapler zu entlarven. Du tust nicht gerade viel für dein Geld. Nicht viel, aber genug. Irene Braun hat dich gesucht. Sie lässt dir sagen, das Honorar sei okay. Dann kann's ja losgehen. Was ist denn das für ein neues Honorar? Ich dachte, ihr habt 20.000 Mark vereinbart. Willst du jetzt mehr? Ich? Nee. Ich finde dein Verhalten mit Verlaub etwas merkwürdig. Wir wissen beide, dass wir an demselben Fall arbeiten, aber du weigerst dich beharrlich, mir irgendwelche Informationen zukommen zu lassen. Findest du das richtig? Wir arbeiten mit Verlaub, nicht an demselben Fall. Ich arbeite für Irene Braun und du für Sophie Franke. Ich bin meiner Klientin genauso viel Loyalität schuldig und Respekt und Verschwiegenheit wie du deiner. Aha. Der Herr Privatdetektiv zeigt Standesbewusstsein. Während sich das für den Herrn Rechtsanwalt ganz von selbst versteht. Vielleicht steht sowas in direkter Proportion zur Höhe des Honorars. Und da du zum ersten Mal 20.000 Mark oder mehr in... Was du völlig unangemessen findest. Ich gönne dir dein Honorar. Ich gönne es dir von Herzen. Im Gegenteil. Ich bedauere sehr, dass du es nicht bekommen wirst. Ich bin voll damit beschäftigt, Jason Franke zu informieren.
Hallo, grüß dich. Ich geh noch in die Sauna. Mensch, wo bist du denn? Äußerlich ist alles in Ordnung. Aber? Nix, aber. Sie hat ein bisschen verändert. Sie ist schließlich 15 Jahre ins Land gegangen, ne? Hat er sie erkannt? Ah ja. Otto, grüß dich. Mein Gott, wie geht's dir denn? Ganz gut, danke. Du, wir müssen uns unbedingt mal sehen. Wollen wir nicht gemeinsam Mittagessen gehen, morgen in Bellevue? Ja, so. Gerne, gerne. Du, aber ich habe jetzt keine Zeit mehr, ich muss jetzt sofort weg. Also, dann bis morgen. Okay. Na, was meinen Sie? Was haben Sie für ein Gefühl? Gefühl habe ich keines. Verlass mich nicht auf Gefühle. Ich habe mir Geschichten ausgedacht. Ganz präzise Geschichten, in die Fehler eingebaut sind. Wenn er nicht widerspricht, wenn er nicht sagt, es war anders, dann. Eine Portion Spaghetti und ein Bier, 14,80 Mark. Die Preise sind auf der Karte verzeichnet. Ja, ja. Sie haben Pech gehabt. Also ich? Mir sind keine 50.000 Mark durch die Lappen gegangen. Hätte man das Geld sehr gerne verdient, aber der Junge ist so sicher Jason Franke, wie ich Otto Czerny bin. Möchten die Herren noch etwas? Dankeschön, danke. Ihr blauer Ebengott, Daumen. Er hat sich mächtig gefreut, Sie wiederzusehen. Ja, 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 hat er. Wir waren auch ganz dicke Freunde. Waren? Seid es nicht mehr? Doch. Waren und sind's wieder. Sie haben doch gesehen, was der da unten hat auffahren lassen. Hm, das heißt gar nichts. Das macht heute jeder Geschäftsmann, der einen guten Vertragsabschluss feiert. Wir hatten eigentlich behauptet, Jason sei nicht Jason. Seid ihr eigentlich auch auf die Sache mit dem Scheck von damals zu sprechen gekommen? Wissen Sie, dass der Jason ganz dick in die Franke-Firma einsteigt? Oder ist er Ihnen dankbar, dass Sie damals alles auf sich genommen haben? Sagen Sie, kotzt Sie der Beruf nicht manchmal an? Haben Sie ihm gesagt, dass Sie ihn in meinem Auftrag getroffen haben? Für wie blöd halten Sie mich eigentlich? Ich hätte es einem so guten Freund gesagt. Ich kann es ja noch tun. Vergessen Sie es nicht. Das ist ja köstlich. Ja, und jetzt? Ja? Was glaubst du, wer ist das, hä? Was? Das soll ich sein? Ja. Meine Güte. Mein Gott, was man damals für komische Hosen trug. Ja, ja. Der Hut von Tante Käthe ist ja auch nicht schlecht. Ja, und der Sonnenschirm und dieser grässliche Pudel. Weißt du noch, wie ich den immer genannt habe? Soll ich dir doch lieber das blaue Zimmer herrichten lassen, Jason? Wozu?
Es ist größer und hat ein eigenes Bad. Doch, ist doch egal. Hauptsache, ich bin wieder zu Hause bei dir, Großmama. Ach du, schön. Wer ist das? Das bin ich. Mit 28. Das bist wirklich du? Ja. Mein Gott, hast du ein tolles Kleid an. Naja, du warst ja schon immer die schickste und eleganteste von allen. Das gibt es heute gar nicht mehr. Das ist längst wieder modern. Im nächsten Jahr tragen es alle. Ach, Herr Dr. Renz, kommen Sie doch herein. Dankeschön. Guten Tag, gnädige Frau. Wir waren doch erst um 3 verabredet. Es tut mir leid. Es ist 3. Ach. Bitte, nehmen Sie Platz. Danke. Also, was gibt's? Die Geschäftsleitung Ihres Werkes ist nicht mit den Vollmachten einverstanden, die Sie Ihrem Enkel eingeräumt haben. Herr Krüger meint... Wem gehört das Werk? Herrn Krüger oder uns? Frau Franke, Herr Krüger hat als Generaldirektor der Firma die Vollmacht... Ja, und was wieder? Seine Bedenken betreffen die fachliche Qualifikation von Herrn Franke. Er meint, ob es nicht zunächst besser wäre, wenn Sie in einem der Laboratorien arbeiten, um sich mit den chemischen und technischen Prozessen vertraut zu machen. Ich verstehe. Von der Pike auf. Die solide, biedere Art. Aber ich will es anders. Und deshalb wird es auch anders gemacht. Ist gut, Herr Dr. Renz. Ich werde selbst mit Herrn Krüger sprechen. Ist sonst noch etwas? Nein, das war's. Dann auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, gnädige Frau. Wiedersehen, Herr Dr. Renz. Wiedersehen. Ich habe gewusst, dass Krüger uns Schwierigkeiten machen wird. Deshalb habe ich ja Renz vorgeschickt. Aber wir werden ihn schon klein kriegen. Hallo. Hallo. Das hat keinen Sinn. Wenn es nur Czerny wäre, würde ich denken, die beiden stecken unter einer Decke. Aber alle erkennen ihn. Ihre Großmutter? Eine alte Frau, für die nur das wahr ist, was sie will. Deren Sekretärin? Ein Faktotum, das Großmutter nach dem Mund redet. Und die anderen Geburtstagsgäste? Schwachköpfe. Nur sie durchschauen ihn mit Kennerblick. Ja, er ist ein Charlatan. Dann sagt. Wer sagt Ihnen, dass Jasan Franke, der echte Jasan Franke, kein Charlatan ist? Die Sache mit dem Scheck damals war das erste Krümmen des Hakens. Und dann 15 Jahre Herumtreiberei macht auch nicht gerade naiver. Wir fangen es falsch an. Gibt es irgendein Merkmal? Ein äußeres Zeichen? Oder eine Fertigkeit, durch die sich Jasan von anderen Menschen unterscheidet? Ja. Er ist im Alter von 8 Jahren von einem Schäferhund gebissen worden. Es war eine ziemlich tiefe Wunde, warten Sie. Oberhalb vom linken Knie. Damit haben wir ihn. Überlegen Sie weiter. Vielleicht gibt es noch was anderes. Aber wieso denn? Die Narbe genügt doch. Sie sollen nicht mich überzeugen, sondern Ihre Großmutter. Die glaubt auch, was sie will. Das haben Sie eben selbst gesagt. Sie hat ihm übrigens Geld gegeben. Habe ich Ihnen das schon erzählt? 20.000 Mark. Angeblich will er damit Schulden in der Karibik bezahlen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Dies hier ist eine Verfügung, die noch notariell beglaubigt werden muss. Das werde ich persönlich mit Frau Franke erledigen. Und das hier... Guten Tag, Herr Dr. Renz. Guten Tag, gnädige Frau. Guten Tag, Herr Franke. Ist alles in Ordnung? Ja, ich gehe gerade die Papiere mit Ihrer Sekretärin durch. Dann zeigen Sie mir, wo ich unterschreiben soll. Entschuldigen Sie, gnädige Frau, aber ich bin verpflichtet, gesetzlich dazu verpflichtet, Ihnen den genauen Wortlaut vorzulesen, ehe Sie unterschreiben. Ja. Es handelt sich immerhin um Urkunden von einiger Wichtigkeit. Herr Dr. Renz, würden Sie noch einen Augenblick warten? Was ist los? Dieser Mann ist nicht Jasan. Ich habe es vom ersten Augenblick angespürt. Ich habe Nachforschungen angestellt und jetzt kann ich es beweisen. Es wäre sehr hässlich, wenn du es nicht könntest. Dieser Mann hat vorgestern 20.000 Mark von dir erhalten, angeblich um Schulden in der Karibik zu bezahlen. Haben Sie das Geld überwiesen?
Wenn ja, an wen? Dürften wir die Überweisungsquittung sehen? Ist das alles? Nein. Es kommt noch mehr. Aber ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie zunächst diesen Punkt klären würden. Ich habe Otto Czerny wieder getroffen. Du weißt doch. Ja, ich weiß. Es geht ihm schlecht. Er hat im Gefängnis gesessen. Ich habe ihm die 20.000 Mark gegeben. Ich musste ihm einfach helfen. Er war schließlich mein bester Freund. Und warum hast du mir nicht gesagt, für wen das Geld ist? Das weiß ich eigentlich auch nicht. Er lügt. Er hat Czerny mit Geld bestochen. Weil Czerny natürlich erkannt hat, du dass er nicht... Du hast von Beweisen gesprochen. Das ist keiner. Okay. Jason ist im Alter von 8 Jahren von einem Schäferhund gebissen worden. Weißt du noch, wohin? Hierhin. Eine Narbe macht jeder gute Chirurg. Nicht eine, die 25 Jahre alt aussieht. Habt ihr sie untersucht? Und diese Kindergeschichte? Woher hat er die? Woher hat er das andere Wissen? Warum bist du so verbohrt? Ich habe das mit dem Erfolgshonorar nicht so gemeint. Wie lange haben Sie gearbeitet? Was für Auslagen hatten Sie? Darum geht es hier nicht. Wären 3.000 Mark angemessen? Ich habe gesagt, darum geht es nicht. Sie kennen ihn nicht. Er ist ein miserabler Verlierer. Während Herr Dr. Renz sehr gut im Verlieren ist. Er tut praktisch nichts anderes. Sie, Herr Matula, sind auch nicht gerade der strahlende Sieger. Und damit wir zu einem Abschluss kommen, Ihr Auftrag ist hiermit erledigt. Ich möchte nicht, dass Sie noch irgendetwas in dieser Angelegenheit unternehmen. Ich will nicht, dass mein Verhältnis zu Jason durch neue Misstrauensbekundungen getrübt wird. Ich verstehe. Wollen Sie nun das Geld oder nicht? Wir haben Erfolgshonorar abgemacht. Ist es Jason nicht Geld, ist es kein Geld. Also kein Geld. Was ist denn los mit ihm? Habe ich ihn beleidigt? Ja, ich glaube, Sie gefallen ihm zu gut. Und deshalb hasst er es, vor Ihnen keinen Erfolg zu haben. Sie werden lachen. Er gefällt mir auch. Ein kleines Problem, das ich gern mit Ihnen besprochen hätte. Nur zu, ich höre. All diese Ämter und Würden, in die meine Großmama mich da eingesetzt hat, die bringen ja zunächst einmal so gut wie gar nichts ein, oder sehe ich das falsch? Was meinen Sie mit einbringen? Cash, Bargeld. Das sehen Sie allerdings richtig. Ich brauche aber ein bisschen Geld auf die Hand. Diese Direktionslimousinen gefallen mir überhaupt nicht. Ich möchte einen Sportwagen für mich allein. Außerdem habe ich in den letzten 15 Jahren mit Schiffen gelebt. Es muss ja nicht viel sein, aber ein paar Quadratmeter Segelfläche auf dem Bodensee, das brauche ich einfach. Das verstehe ich sehr gut. Aber warum sagen Sie das nicht alles Ihrer Großmutter? Sie kennen unsere Familie nicht. Vergnügungen, persönliche Ausgaben, sowas ist verpönt. Natürlich ist Geld da, aber das muss in die Firma reinvestiert werden, das muss angelegt werden, das muss arbeiten, so wie man selbst. So ist die Familie groß geworden und für die Gründergeneration war das natürlich auch richtig. Und für die Nachkriegsgeneration meines Vaters auch. Aber heute liegen die Dinge doch ein bisschen anders, nicht wahr? Kurz, ich möchte meine Großmama ja nicht vor den Kopf stoßen. Und andererseits möchte ich auch nicht auf ein paar Annehmlichkeiten verzichten. Deshalb möchte ich Sie fragen, wie ich bei all meinen Vollmachten und Befugnissen, sagen wir, 100.000 Mark flüssig machen könnte. Ich glaube, dazu gibt es keinen legalen Weg. Nun, so ganz legal müsste der Weg ja auch nicht sein. Wie sagt man in der Politik, am Rande der Legalität müsste sich doch ein Saumpfad finden lassen. Sie sehen mich an, als wollte ich Sie zu einem Bankraub anstiften. Dabei will ich doch nur einen winzigen Vorschuss auf das, was mir in ein paar Jahren, und Sie wissen das besser als jeder andere, sowieso gehört. Es tut mir leid, aber ich kann Ihnen dabei leider gar nicht helfen.
Also gut, es geht nicht über ein Firmenkonto, aber was ist mit Banken? Es müsste doch möglich sein, dem Frank und Braun Erben einen lächerlichen 100.000-Mark-Kredit zu verschaffen. Banken wollen Bürgschaft. Na und, das müsste doch zu machen sein. Nicht ohne das Wissen Ihrer Großmutter. Lieber Dr. Renz, Sie manövrieren sich da in eine Ecke, aus der Sie so leicht nicht wieder rauskommen, fürchte ich. Ich verstehe Sie nicht. Ich werde Sie um die Bürgschaft bitten müssen. Ja, niemand weiß so gut wie Sie, dass ich für lumpige 100.000 Mark gut bin. Also bitte ich Sie, für mich diese Bürgschaft zu leisten. Ist das nicht logisch? Zumal Sie auch der Einzige sind, der sich ausrechnen kann, wie vorteilhaft es sein muss, dem zukünftigen Vorstandsvorsitzenden eines der größten Chemiekonzerne Europas in einer schwachen Stunde geholfen zu haben. Ich würde mir keine schwache Stunde leisten. In Ihrer Position dürfen Sie das auch nicht. Ich rufe Sie morgen in dieser Angelegenheit an. Sag mal, was treibst du eigentlich? Nichts. Genauso sieht's hier aus. Hey, hey, hey! Handbuch der Seefahrt. Katamaran und Trimaran. Eine neue Welt des Segelns. Der Sportbootführerschein. Treasures in the Caribbean. Das Einmaleins des Tauchens. Was ist das? Eine Dekotabelle. Die brauchst du beim Tauchen. Die zeigt dir, wie lange du in einer bestimmten Tiefe ausharren musst, um Stickstoff abbauen, ehe du auftauchst. Klar? Klar. Aha. Eine Seekarte. Wo liegen denn da die Kaimaninseln? Komm her, hier. Ja. Südöstlich von Kuba und nordwestlich von Jamaika. Hier. Das Bermuda-Dreieck. Willst du da nach Verschollenen suchen? Ich verstehe. Trotzköpfchen gibt nicht auf. Trotzköpfchen geht in die Karibik und forscht nach dem richtigen Jason Franke. Und wenn er ihn gefunden hat, ist der Falsche natürlich entlarvt. Sag mal, willst du wirklich in die Karibik? Warum nicht? Ich habe schon seit Jahren keine Ferien gemacht. Ohne Auftrag? Ja, sonst wären es doch keine Ferien. Gegen den ausdrücklichen Wunsch deiner Klientin? Ich habe keine Klientin mehr. Du hast aber einen Klienten. Wen? Mich. Ich will wissen, wer dieser angebliche Jason Franke ist. Ich. Warum? Weil er mich heute Morgen mein Taschengeld angepumpt hat. Der Millionenerbe. Ich hatte also die ganze Zeit recht von Anfang an. Wenn es dir was gibt. Ja, du hattest recht und ich Unrecht. Zufrieden? Ja, tut schon ganz gut. Und jetzt sag mir, was du weißt und vorhast. Fräulein Braun? Ja, ich, Matula. Ich glaube, ich hab's. Ich bin morgen Abend um 8 Uhr bei Jason. Ich möchte Sie bitten, um 8.30 Uhr mit Sophie Franke dazuzukommen. Einfach reinschneiden, der Rest ergibt sich von selbst. Dr. Renz ist auch da. Und Sie kennen mich nicht, okay? Ja, bis morgen. Hallo. Ich möchte Jason Franke sprechen. Wen darf ich bitte melden? Butch Fletcher. Ich bin ein alter Freund von Ihnen. Einen Moment bitte. Jason! Hey! You look different. What's the matter with you? Wer sind Sie? Hey, man. Haben wir uns wirklich so verändert, dass du den alten Butch nicht mehr erkennst? Butch? Butch? Butch Fletcher. Hey, buddy, we sailed all Sheila from Port of Spain to Antigua. You don't remember? From Port of Spain to Antigua? Wann war das? Some 10 years ago.
Was kann ich für dich tun? Ich habe dein Foto in der Zeitung gesehen. In 3 Stunden geht mein Flugzeug nach Mexiko. Und da habe ich mir gesagt, pass bei, sag dem alten Jason Hello. Ne? Yes. Dann komm rein. Just a moment. Okay. Das war ein Typ, dieser Jake. Du warst verliebt in Donna, gib's zu. Verliebt? Ja, gefallen hat sie mir schon, aber verliebt. Sie hat dir also gefallen? Ja. Du musst einen Mutterkomplex haben. Wieso? Na, Donna war immerhin 60, ne? Sie hat mir als Persönlichkeit imponiert, als Charakter. Obwohl sie dich um 12.000 Dollar betrogen hat. Ach, ich bin ihr nicht mehr böse. Damals hast du geschäumt vor Wut. Damals waren 12.000 Dollar auch eine Menge Geld für mich, aber heute? Oh, es freut mich, dass es dir so gut geht. Dann kannst du mir auch sicher meine 100.000 Jamaika-Dollar zurückgeben. Ja, sicher. Du musst mir nur sagen, wohin ich sie überweisen soll. Großmutter, das ist Butch Fletcher, ein Freund von mir aus der Karibik. Das ist meine Großmutter, das ist meine Cousine Irene Braun und das ist Dr. Renz. Kennen Sie Jason schon lange? Jason? Ja, wie lange kennen wir uns eigentlich? Ich weiß auch nicht. Ewig, was Butch? Ja, ewig. Bitte, erzählen Sie uns von Ihren Abenteuern. Ja, was wollen wir erzählen, Jason? Vielleicht die Geschichte mit dem Bananafisch? Wissen Sie, was ein Bananafisch ist, gnädige Frau? Nein. Erklär du es ihr. Nein, erzähl du. Klar erzähle ich, aber erst musst du erzählen, was ein Bananafisch ist. Sonst versteht doch deine Großmutter die ganze Geschichte gar nicht. Na, lass sein, die Geschichten sind zu alt. Wie wäre es mit der von der Maria Velasquez? Ach, hör mit diesen alten Geschichten auf. Na, hör mal, Jason. Deine Großmutter hat uns so eine Geschichte gebeten und es wäre doch zu dumm, nach den vielen Abenteuerjahren nicht mit einer einzigen Geschichte aufwarten zu können. Die Maria Velasquez war ein Schiff, wie Sie sicher schon erraten haben. Ein Dreimaster. Und was für ein Dreimaster, was, Jason? Ja, toll. Ja, bis in den Hurricane kam. Das war am 18. März. Das Wetter war herrlich. Kein Wölkchen am blauen Himmel. Oder hast du eine Wolke gesehen? Nein. Auch keine Sturmwarnung, überhaupt kein Wetterbericht. Warum hat es eigentlich damals keinen Wetterbericht gegeben? Hat man das hier herausgefunden? Die Radioanlage war kaputt. Richtig. Es war der 18. März 1616. Die Maria Velasquez segelte mit einer Goldladung von Port of Spain nach Antigua. Und die Radioanlage war kaputt. Okay, Sie haben gewonnen. Ich bin nicht Jason Franke. Und wer sind Sie? Mein Name ist Matula. Ich bin Privatdetektiv in Frankfurt. Sind Sie Jasons Freund? Nein, ich habe Ihren Jason nie gesehen. Ich habe... Aber wenn er nicht Jason ist, woher weiß er dann alles über unsere Familie? Über Jasons Jugend, über alles? Woher? Ich nehme an, von Jason. Wo ist er? Ich befürchte das Schlimmste. Er hat Jasons Pass. Er wagt es, Jasons Rolle zu spielen. Das würde er kaum, wenn Jason noch lebte. Wo ist Jason? Ist tot. Haben Sie ihn ermordet? Nein, er ist ertrunken beim Tauchen. Waren Sie dabei? Ich war noch nie in der Karibik. Woher haben Sie dann seinen Pass? Von mir. Dieser Brief.
ist vor 3 Jahren aus Jamaika gekommen. Es ist die offizielle Todeserklärung. Sein Pass lag auch dabei. Warum haben Sie Frau Franke den Brief verheimlicht? Frau Franke war damals sehr krank. Ich habe Klaus Müller letzten Sommer in Spanien kennengelernt. Er sah Jason verblüffend ähnlich. Da habe ich ihm vorgeschlagen, hierher zu kommen und Jason Franke zu spielen. Den Pass hatte ich ja. Und mit alten Geschichten aus Jasons Kindheit konnte ich ihn auch versorgen. Sie haben sie mir 1000-mal erzählt. Wir wollten uns die Erbschaft teilen. Ich rufe jetzt die Polizei. Nein, das wirst du nicht tun. Warum nicht? Das wirst du gleich hören. Ich will nicht, dass man die Polizei verständigt und dieser Mann als Betrüger entlarvt wird. Aber er ist doch ein Betrüger. Lass mich zu Ende reden. Ich habe meinen Sohn verloren, meine Geschwister, meinen Enkel. Es gibt keinen männlichen Erben, der dieses Imperium einmal weiterführen kann. Er ist der richtige Mann. Ist mir ganz egal, ob er ein Hochstapler ist oder nicht. Seit gestern ist er mein Enkel und das wird er bleiben. Dr. Renz, veranlassen Sie alles Notwendige, eine Namensänderung vorzunehmen. Ich will, dass dieser Mann in Zukunft Jason Franke heißt. Und ich will, dass das schnell geschieht. Magst du Märchen? Frag mich was Leichteres.